Servus. Ein paar einleitende Worte zu Paul Watzlawick. Der Paul Watzlawick ist der Mensch gewesen, in seinen Werken lebt er ja weiter, der mich eigentlich geprägt hat in allem, was ich unter Kommunikation verstehe und was ich an vielen Ausbildungen und Erfahrungen im Bereich Kommunikation gesammelt habe. Für mich war er also eigentlich so, klingt jetzt blöd, der Papst der Kommunikation und auch der Therapie, der Psychotherapie. Er war einfach eine Lichtgestalt für mich. Sein berühmtestes Wort ist ja, man kann nicht nicht kommunizieren. Und dieses sagt ja schon aus, dass auf einer Ebene immer Menschen miteinander kommunizieren, vor allem auf der nonverbalen. Also alles, was ich zu verbaler, nonverbaler, überhaupt zur Kommunikation gelernt habe, zur Metakommunikation, alles fußt letztendlich auf den Erkenntnissen von Paul Watzlawick und darauf fußen auch die wahren und richtigen guten Erkenntnisse in der Kommunikationswissenschaft müssten und sollten auf Watzlawick fußen. Er war also einfach ein Genie. Seit ich nicht mehr viel mit Menschen kommuniziere, schleicht sich manchmal so ein Schlendrian ein in der Korrektheit. Aber das liegt auch an meiner Einstellung zur Welt und an der Wichtigkeit, die ich Dingen zumesse und beimesse. Gelernt habe ich alles, angewendet habe ich es auch sehr, sehr, also immer eigentlich. Ich meine jetzt alles, was meine Fähigkeiten als Trainer und so weiter betrifft, das ruht halt jetzt, das macht ja nichts. Im Pool des Wissens, über den ich verfüge, ist das alles drin und aus diesem Pool wird geschöpft, wenn es notwendig ist. Ich werde jetzt in Kürze und im Folgenden auf meinem Kanal RWFTV und MCS drei Beiträge zu Paul Watzlawick veröffentlichen. Im Folgenden werde ich noch ein paar biografische Daten zu ihm anfügen. Die drei Beiträge ist ein Audiovortrag zu seinem Buch Die Anleitung zum Unglücklichsein, ebenso ein Audiovortrag zu seinem Buch und Werk Wie wirklich ist die Wirklichkeit und dann einen wunderbaren Vortrag, den er 1987 gehalten hat zum Thema Wenn die Lösung das Problem ist. Ich wünsche euch also damit oder dir damit sicherlich viel Vergnügen, aber auch viel Erkenntnis und hoffe, dass Watzlawick damit wieder noch ein Stückchen bekannter wird. Es ist nötig. Okay. Dann also lassen wir es mal losgehen. Paul Watzlawick war ein Kommunikationswissenschaftler, Psychotherapeut, Psychoanalytiker, Soziologe, Philosoph und Autor. Seine Arbeiten hatten auch Einfluss auf die Familientherapie und allgemeine Psychotherapie. Im deutschsprachigen Raum wurde er vor allem durch seine populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen zur Kommunikationstheorie über den radikalen Konstruktivismus einem größeren Publikum bekannt. Er lebte und arbeitete in seiner Wahlheimat Kalifornien. Nach Erreichen der Matura im Jahr 1939 in Villach studierte er Philologie und Philosophie an der Universität Venedig. Im Jahre 1949 wurde er im Fach Philosophie promoviert. Von 1951 bis 1954 absolvierte er eine Ausbildung in Psychotherapie am C.G. Jung-Institut in Zürich in der Schweiz, die er mit dem Analytikerdiplom abschloss. Im Jahr 1957 erhielt er einen Ruf an die Universität El Salvador, San Salvador. Den Lehrstuhl für Psychotherapie hatte er bis 1960 inne. Schwerpunkte seiner Forschungsarbeit als Professor für Psychotherapie waren Kommunikationsprozesse und die systemische Familientherapie.
Die praktischen Erfahrungen, die Watzlawick zur Formulierung seiner Kommunikationstheorie veranlassten, gewann er bei der Erforschung der Kommunikation schizophrener Patienten, die meist als Mitglieder von normalen oder psychotisch gestörten Familien unter seiner klinischen Beobachtung standen bzw. in therapeutischer Behandlung waren. Im Jahr 1960 wurde Watzlawick von Don D. Jackson als Mitarbeiter in die Palo Alto-Gruppe ins kalifornische Palo Alto geholt, wo Watzlawick fortan als Forschungsbeauftragter am Mental Research Institute tätig war. Maßgeblich entwickelte er mit Gregory Bateson und weiteren Kollegen die Doppelbindungstheorie. Im Jahre 1967 erhielt Watzlawick zusätzlich einen Lehrauftrag im Fachbereich Psychiatrie an der Stanford University. 1987 wurde er Mitgründer von Pen Club Liechtenstein. Watzlawick leistete bedeutende Beiträge zum radikalen Konstruktivismus. Ebenso lieferte er zusammen mit J.H. Bivin und Don D. Jackson viel beachtete Überlegungen zur Theoriebildung über Kommunikation. 2002 erhielt Watzlawick den Ehrenpreis der Viktor-Frankl-Stiftung der Stadt Wien. Er starb 2007 im Alter von 85 Jahren in seiner Wahlheimat Palo Alto an einer schweren Krankheit. Für außergewöhnliche Leistungen in der Kommunikationsbranche wird in Österreich der Paul-Watzlawick-Preis verliehen. Wie definieren Sie Wirklichkeit? Wie definieren Sie Wahrheit? Ja, das müssen Sie mir sagen. Denn ich arbeite weder mit dem einen noch mit dem anderen Begriff als eine endgültige, ein für alle Mal klare Sache. Also ich lebte in den 50er Jahren kurz in Bombay und da wurden mir Swamis vorgestellt, das sind heilige, weise Männer, auf die im Okzident die Diagnose der schizophrenen Katatonie angewandt würde. Also sehen Sie, es ist eine Frage der Ansicht, der Definition. Sie kennen vielleicht das Witzchen, was ist der Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten? Die Antwort ist, der Optimist sagt von einer Flasche, dass sie halb voll ist. Der Pessimist sagt von derselben Flasche, dass sie halb leer ist. Wer hat Recht? Und diese Widersprüche, diese Gegensätze, dieses Streiten um die richtige Definition, das ist die Basis meiner Arbeit. Wenn ich mich mit Menschen beschäftige, die Schwierigkeiten im Leben haben, die leiden, dann ist eine Frage, wie die Wirklichkeit sehen. Gut, was ist dann Wahrheit? Die Wahrheit ist meines Erachtens, der Begriff ist nur dort anwendbar, wo Leute derselben Wirklichkeitskonstruktion angehören. Lassen Sie mich kurz erklären, was ich damit meine, mit Wirklichkeitskonstruktion. Man nimmt in unserem Fach immer noch an, dass es eine wirkliche Wirklichkeit gibt, deren sich die geistig Normalen und vor allem wir Therapeuten bewusst sind. Und die sogenannten Geisteskranken haben eine verzerrte Sicht dieser Wirklichkeit. Das ist eine Auffassung, die in anderen Wissenschaftszweigen seit längster Zeit abgeschafft worden ist und einfach nicht mehr haltbar ist. In der modernen Epistemologie ist die Aufgabe der Wissenschaft, besteht darin, Verfahrensweisen zu entwickeln, die für einen ganz bestimmten Zweck wirksam sind. Und das mag sehr wohl bedeuten, dass in 5 Jahren diese heutige beste Art und Weise, mit dem Problem umzugehen, bereits durch eine bessere abgelöst wird. Das bedeutet aber keineswegs, dass diese nächste nun wahr ist und die hier ist unwahr. Aber dennoch basiert sie auf dem, was man heute weiß. Also im Grunde genommen fällt ja nicht was völlig anderes vom Himmel. So beliebig ist es doch nicht. Nein, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Es gibt also, wir machen im Konstruktivismus, dem ich angehöre, machen wir eine Unterscheidung zwischen zwei Wirklichkeiten. Die erste Wirklichkeit ist die, die uns unsere Sinnesorgane vermitteln. Also zum Beispiel, ich sehe ein Licht und das ist rot. Nicht?
wollen wir ganz beiseite lassen, dass auch das das Resultat eines ungeheuer unglaublich komplizierten Konstruktionsvorgangs in meinem zentralen Nervensystem ist. Und dass außerdem das Geräusch Rot oder die Buchstaben ROT eine reine eine Erfindung sind, eine Zuschreibung. Nun sehen Sie, nun ein kleines Kind mit normalem Sehvermögen kann natürlich auch ein rotes Licht feststellen, wird auch feststellen. Nur, das Kind weiß deswegen nicht, dass das, notwendigerweise noch nicht, dass das Rot heißt und schon gar nicht, dass das Auftauchen von Rot unter gegeben, von Rotlicht unter gegebenen Umständen bedeutet, man darf die Straße jetzt nicht überqueren. Das sind Zuschreibungen an die sogenannte Wirklichkeit der ersten Ordnung, die Wirklichkeit, die mir mein zentrales Nervensystem vermittelt. Unweigerlich kommt es zur Zuschreibung von Bedeutung, Sinn und Wert. Und da gibt es absolut keine Möglichkeit, ein für alle Mal festzustellen, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Daher das Witzchen, der Pessimist sagt von der Flasche, dass sie halb leer ist, der Optimist sagt von derselben Flasche, derselben Wirklichkeit erster Ordnung, dass sie halb voll ist.